Hallöchen, meine Freunde der Nacht und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge vom LS15 mit den Reed. Hallo, ach, die Mama, ach hier. Hi. Hi. Leicht verwirrt der kleine Vogel wieder heute. Der kleine Vogel. Wie groß bist du? Ich? 1,78, 79. Ja, bist du immer noch 5 cm größer als ich. Hast Glück gehabt. Ja, und das nicht so in der Körpergröße. Entschuldigung, ich bin auch zu sehr geprägt vom letzten Wochenende. Was war denn am letzten Wochenende? Letztes Wochenende, ja, ich bin ja weggefahren. Ich bin ja zu Speedy gefahren. Wir haben die, also Schatz, ich habe die Speedy besucht. Einfach also nicht, so. nicht nur wir, auch der Nico, nein, wir haben was gefeiert. Jojo. Jojo. Nee, denn das war eine, sagen wir mal so, wenn man das Gefühl haben will, zu wissen, wo Speedy wohnt. Denn, beschreibe ich es mal wie folgt. Wir sind quasi gefühlt zum Münchner Flughafen gefahren, dort in einen Charterjet gestiegen, der hat uns dann nach Venezuela geflogen und dann haben wir noch eine Bootstour durch den Amazonas gemacht und sind dennoch zu Fuß 5 Stunden durch den Dschungel gestapft und dann haben wir Speedy gefunden. Was macht der denn noch für Sachen? Wo müsstet ihr denn hin? Ja, das sag ich dir jetzt nicht. Na, so grob. Bayern. Dann hätten wir uns ja unterwegs quasi fast getroffen. Ja, du bist geflogen, ich bin gefahren. Nein, ich bin hin mit der Bahn, ich bin zurück nur geflogen. Ja, wir sind ja mit dem Auto. Ja, schon, aber... Nee, aber es war recht lustig. Hinfahrt war nur blöd, weil wir dann genau 10 vor 4 im Stau steckten. Witzigerweise nicht da, wo ich gedacht hätte, dass wir da an den Stau reinfahren, sondern ganz woanders. Ja, ich habe so gedacht, jo, wenn wir einen Stau stecken, dann höchstwahrscheinlich Pi mal Daumen bei, Hast du gerade mein LKW ausgetauscht? Nein. So komisch. Ich bin da hängen geblieben dran, aber... Du bist an meinem LKW hängen geblieben? Mhm. Darum steht der so schief. Ja, der stand im Weg, da habe ich gedacht, ja, okay. Mhm. Dann sind wir hinter Frankfurt. Wir waren schon hinter Frankfurt gewesen. Das sag ich ja, dann hätten wir uns ja doch treffen können. Um wie viel Uhr wart ihr denn in Frankfurt? Also am Frankfurter Flughafen sind wir um irgendwas um 3:45 vorbeigefahren. Da war ich schon lang bei meiner Freundin. Siehst du? Und ich ganz 20 nach 7 bin ich schon. Ja, wir sind ja erst um 13 Uhr losgefahren hier. Yes, da war ich schon da. Und nicht ganz 5 Minuten später steckten wir plötzlich in einem Stau. Für eine ganze Stunde. Ist doch schön. Und natürlich in dieser Stunde hat es natürlich nicht geregnet, sondern es hat pralle nur die Sonne geknallt. Und natürlich haben wir in dieser Stunde, ich sag mal, wir haben knapp geschafft, vielleicht 1 bis 2 Kilometer zu laufen. Zu fahren, sind wir vielleicht vorwärts gekommen? 1,5 Kilometer? Das war's dann? War also nicht ganz so pralle. Wir haben, glaube ich, hinzu. Also geplant wären eigentlich 4,5 Stunden für die Strecke. Ich glaube, wir haben 6 Stunden gebraucht. The fuck. Oder waren es länger? Ne, kurz vor 8 waren wir dann bei Speedy. Wir sind um 13 Uhr los, kurz vor 8 waren wir da, 7 Stunden. Knappe 7 Stunden haben wir gebraucht hinzu. Da bin ich ja schneller von Stuttgart in Leipzig und noch mit dem Regio eine Stunde. Und dann sind wir dann gestern nach dem Formel 1 Rennen. Da sind wir dann zurück sagen wir mal 3:45 sind wir losgefahren. Nee, sagen wir halb fünf. Pi mal Daumen, haben wir noch ein bisschen gequatscht danach. Halb fünf los und waren so gegen, wann waren wir denn zu Hause? 21:30? Ja, haben wir 5 Stunden gebraucht. Weil zwischendurch kam noch so Weltuntergangsstimmungswetter. Das ist voll lustig. Wir sind in Leipzig im strahlenden Sonnenschein losgeflogen. Als wir dann in Stuttgart gelandet waren, Platzregen. Platzregen wäre noch nett. Sagen wir es mal so. Wir sind... Ja, und zwischendurch hat es geblitzt und gedonnert außerhalb vom Flugzeug. Das war ganz lustig. Wir sind übers Gewitter drüber geflogen. Ich weiß gar nicht, welche Autobahn wir gerade waren. Wie war es schon... war es schon Hessen, war es immer noch. Sind wir denn da so mangte Berge lang, ne? So hier links ein Berg, rechts ein Berg, zwischendurch ein Tal. Mhm. Und da sind wir dann, haben wir schon gesehen, oh, Regenwolken da hinten. Gut, Regenwolken, stellen wir schon mal darauf ein. Man sieht, oh, da kommt noch schon Regen runter. Und dann fahren schon die ersten seichten Tröpfchen, wirklich so
nadelstrichartige Tröpfchen auf die Scheibe rauf. Also nicht viel los, was die Geschwindigkeit beeinflusst. Die Straße sah auch nicht mehr nass aus. Und dann merkst du plötzlich, wie der Regen döller wurde und nicht ganz 100, 150 Meter vor uns fuhr ein Auto und das ist plötzlich durch eine Wand von Regen gefahren. Das Bild sah richtig geil aus. So, wie man sich vorstellt, in einer Waschanlage. Wenn diese bewegt, also nicht eine Waschstraße, sondern wirklich eine Waschstraße, wo die festen Düsen dauerhaft einen starken, prasselnden Regen runterlassen. Und wenn da ein Auto reingezogen wird, das Bild, was man da hat, ich sag mal 10. Von der Intensität her. So sah das aus. Und in der Sekunde, wie wir so, oh, jetzt fahren wir schon mal langsam, bevor wir da reinkommen. Weil es war wirklich so, als wenn er gegen die Wand gefahren wäre. Und als wir da reinkamen, du konntest plötzlich keine 50 Meter weit mehr sehen. Also, wir konnten wirklich den nächsten Pöller, die Seitenpöller sind ja wirklich mal 50 Meter auseinander, den hast du nicht mehr gesehen. Also, gefühlt vielleicht so 3 von diesen Fahrbahnbegrenzungsstrichen hast du gesehen. Von der Entfernung her, das war's. Der vor uns hatte schon Nebelschlussleuchte angemacht. Aber ganz im Ernst, wir sind mit 40 gefahren über die Autobahn. So schlimm. Das war nicht mal eben mal kurz Huscheregen, Ende. Nee, das ging so 3-4 Minuten lang. Nicht in der Baustelle. Dann wird die Baustelle wenigstens sauber, ne? Also echt, das war Weltuntergangsstimmung gewesen. Holla die Waldfee, sag ich nur. Das war richtig, richtig leicht erschreckend. Weil der beschlug ohne unsere Scheibe, weil da draußen ja plötzlich einen totalen Temperatursturz gab. Und ja, du hast das Radio nicht mehr gehört. Das ist schon auf 10 von 15 geknallt. Also, was ist denn hier für ein Chaos? Das war richtig, richtig erschreckend, aber geil. Ja, dann sind wir irgendwann auf der A3, ja, auf der A3 gewesen. Und dann das Typische, ne? Wir uns gewundert, warum kommt man auf der Gegenspur uns kaum was entgegen, ne? Bei uns relativ voll. Und ja, dann sehen wir das so, kommen wir so eine, den Hügel so hoch, dahinter geht es wirklich schon Hügel runter, wo du quasi, wenn du oben auf dem Hügel ankommst, du nicht mehr siehst, wo es weitergeht. Mhm. So relativ weit runter ging es, so ein paar hundert Meter. Und da hast du auch gesehen, warum. Weil da sind plötzlich von der Gegenspur, die sind, also da, an der Stelle ist die Autobahn pro Spur dreispurig, pro Fahrtrichtung dreispurig. Und auf der Gegenseite war eine Baustelle, sind wir hinzu auch durch. Da ist nämlich eine der drei Spuren auf unsere Spur rübergekommen worden, damit da gebaut werden kann. Und genau in dieser schmalen, ich glaube, die ist 2,2 Meter breit, nur die Spur, da hat's gescheppert. Quasi genau zwischen Leitplanke und Leitplanke. Eingekesselt, ein Auto sahst du so auf der zu uns gerichteten Leitplanke, halb an der Fahrbahn hängen, dann eine Lücke zur anderen Leitplanke hin auf der regulären Mittelleitplanke und dahinter hast du ein Auto gesehen, wie so, scheiße, zwei Autos. Aber das Geile, was man gesehen hat, ist auf unserer Fahrtspur, wie die alle Höhe des Unfalls gebremst haben und gegafft. Du hast es genau gesehen. Da ist erst, der Verkehr ist ganz normal geflossen. Und genau Höhe Baustelle, weil bei uns war nichts. Da war keine Trümmerteile, da war keine Einsatzkräfte. Die waren ja alle auf der anderen Spur, der Rettungswagen und die Abschleppfahrzeuge und die Polizei. Die waren ja alle auf der anderen Spur drüben. Also es war nichts, was bei unserer Fahrspur behindert hätte. Außer die Idiotie der Gafferei. Du hast richtig gesehen, wie die Leute gebremst haben, um zu gaffen und dann erst wieder beschleunigt haben. Was natürlich dazu führte, weil es denn relativ im Talkessel war, der Unfall, dass sie natürlich alle, inklusive LKW-Fahrer, Sprinterfahrer, Leute mit Anhänger, mit Wohnanhänger hinten dran, dass sie es nicht mehr geschafft haben, auf Geschwindigkeit zu kommen, um den Berg wieder hochzukommen. Na, oh. Was natürlich dazu führte, dass es sich bei uns fast genauso schlimm staute im Nachhinein wie auf der Gegenspur. Ich hab gedacht, ich spinne. Das hört sich ja voll nach Spaß an. Oh, nee, Spaß hatten wir später mit einem Kleintransporter. Ja, wir sind, glaube ich, schon mit 130 gefahren. Ich sehe schon wieder die Folgentitel. Spaß mit einem Kleintransporter. wir sind mit 130 gefahren und sind wir von einem Kleintransporter mit Anhänger überholt worden. Habe ich mir auch gedacht, hat der einen Sockenschuss? Allein schon, dass da Überholverbot für LKWs war, also gilt das auch für den Kleintransporter mit Anhänger, wenn ich mich recht informiert habe, bin. Und wir so, das lassen wir jetzt nicht auf uns sitzen. Gewartet bis zur nächsten. Nee, das war. Der war erst hinter. Doch, der hat uns kurz überholt. Den haben wir wieder überholt. Dann waren wir an der Baustelle drin. Da war 80. Und der konnte nicht an uns vorbei, weil Baustelle. Wir waren bloß noch auf einer Spur. Waren auf 20 auf zwei Spuren. Aber die zweite Spur war so auf 2,10 Meter verringert worden. Da kommt der nicht an uns vorbei. Du hast genau gemerkt, wie der.
wie es dem heiß im Arsch gebrannt hat. Der wollte an uns vorbei. Der wollte. Unbedingt. Wir strich 80. Er will vorbei. Und wir sehen schon, oh, da ist die Baustelle zu Ende. Und direkt hinter der Baustelle war freie Bahn mit Marzipan. Und wir so, okay, aus der Baustelle raus, erstmal auf die rechte, wieder richtig einsortiert, ne, weil alle Spuren wieder zur Verfügung waren von den dreien. Wir so auf die rechte Spur rüber. Du siehst schon in der Sekunde, wir ansetzen zum Überholen und Schatzi muss noch, tritt das Gaspedal bis zum Bodenblech durch, wie mit 140 abgezogen. Und da hast du gesehen, wie er ab erst überholen wollte, er setzt an und wieder zurück. Und dann kam wieder Geschwindigkeitsbegrenzung runter auf 120. Er holte auf, du hast genau gesehen, der hat gezielt wirklich wieder aufgeholt, um wieder an uns ganz eng aufzufahren, um dann wieder zu überholen. Einmal Scheiben putzen bitte, ne? Ja, aber der Witz ist, wir sind schon, also meine Frauchen fährt ja immer Strich, was erlaubt ist. Ne? Wenn er 120 steht, fährt es 120. Wenn er 130, 130, wenn offen ist, dann so 160 oder 180. Und wir sind ja schon Strich 120 gefahren. Ich weiß das, weil unser Navi zeigt dir die aktuelle Geschwindigkeit an, die du fährst. Minus, also mit einer Abweichung von minus 5 km/h etwa. Also wenn bei uns 125 steht, fährt Schatzi eigentlich 130. Und auf unserem Navi stand 120. Also ist Schatzi eigentlich schon schneller gewesen. Und dann überholt der uns nochmal. Das muss dem so gestört haben, dass der in der Baustelle hinter uns gefangen war und uns nicht überholen konnte, dass er dann wirklich uns nochmal überholt hat. Und dann haben wir uns den Spaß erlaubt, alle drei Mann. Also wir haben ja den Nico mit zurückgenommen. Der war ja auch da. Und ja, dann haben wir die natürlich dann bei der nächsten Geschwindigkeit, also letztendlich wirklich den Strich 120 weitergefahren, der Typ, wir uns so, oh guck mal, hier ist wieder freie Bahn Marzipan und wieder am kleinen Transporter vorbei. Das habe ich, glaube ich, 5 gemacht. Dann war es uns zu blöd. Aber das hat Spaß gemacht, ja. Wir haben aber immer nur da überholt, wo überholen war generell überall erlaubt, aber wir sind immer nur dann schneller gefahren, wo wir auch schneller fahren durften. 120 erlaubt war, sind wir nur 120 gefahren, haben wir halt nicht überholt. Wenn wieder freie Bahn mit Marzipan war, haben wir ihn überholt. Das war herrlich. Du hast auch gesehen, wie den Leuten langsam so die Wut aufstieg im Gesicht. Dass wir es wagten, 80 in der Baustelle zu fahren, wo 80 steht. Wie kann man auch nur? Das steht bei uns in der 30er-Zone hier im Ort, da fahren manche auch mit 70 durch. Ja, dann haben sie aber ein Problem, wenn die auf meine Frau treffen, weil wenn da steht 30, fährt meine Frau Strich 30. Die würde überfahren. Ja, das Problem ist, wir haben ja auch so eine 30er-Zone, wo wir regelmäßig langfahren. Die ist nur so breit wie ein Auto. Da kommst du nicht einfach mal so vorbei. Ist schon lustig. Wir hatten auch schon das Erlebnis, dass wir vor uns einen Polizisten hatten. Der ist ja auch dann Strich 30 gefahren. Ne? Wir auch dann Strich 30 hinter dem her. Und hinter uns war ein Auto, was vorbei wollte. Hat gehupt, wie ein Irrer. Was glaubst du, wie schnell die Bullen nach rechts in die Parklücke rein sind und direkt wieder raus, als wir vorbei waren? Schneller. Das war geil, die haben sich nicht mehr, da haben sie mal frisch rausgepflückt. Aber zu Schock, natürlich, mit Recht. Aber Schockerlebnis hatten wir auch mit der Polizei auf der Rücktour gehabt. Wir sind, vor uns war ein, weiß ich nicht, ein Kleinwagen. Irgendwas Weißes, Kleines, keine Ahnung. Davor waren Kleintransporter und davor war ein Bus. Wir sind so, die sind so mit knapp 120 gefahren, das war wieder 130 Maximalgeschwindigkeit freigegeben. Und, also nee, ich habe 100 wegen dem Bus, der ist aber bis 100 gefahren, 130 war aber freigegeben. Wir so, okay, überholen wir. Wir waren gerade halb an dem Kleinwagen vorbei, da kommt von hinten eine schwarze Limousine mit Blaulicht unter Tütata angedonnert. Aber Vollspeed. Die wollen ja irgendwo hin. Jetzt hast du natürlich das Problem, wo willst du denn jetzt plötzlich hin? Ja, weg. Ja, aber wohin? Ja, bremsen kannst du nicht, der Typ kommt von hinten angeschossen. Und du bist schon auf halber Höhe von dem Typen, den du gerade überholen willst. Da Augen wurde, zu und durch? Ja, ich hätte so reagiert, Augen zu und durch. Schatzi, schon leichte Pumpe am Gehen. Nico machte auch schon relativ große Augen. Und was macht Schatzi? Geht sachte vom Gas runter und ist, wenn es hochkommt, einen halben Meter bis Meter hinter dem Weißen wieder eingeschert. Okay. Wenn da einer gebremst hätte, wir hätten dem sowas von auf der Rücksitzbank gesessen. Ja. War schon Hammer. Schatzi meinte plötzlich, sie hat gesehen, wie er langsamer wurde, der Bulle. Da hat sie einfach das Ausgenutzt ist auch langsamer geworden, weil das halt kürzer von der Strecke her erschien, als jetzt aufs Gaspedal zu petten und zu hoffen, dass wir schneller sind mit der Beschleunigung, als der hinten bei uns drauf sitzt. Ich fühlte mich aber in der Sekunde von dem Polizeiwagen leicht genötigt. Weil, wie reagierst du da als PKW richtig?
Unfall riskieren und nach rechts rüberziehen und bremsen, weil da riskierst du einen Unfall, weil was passiert, wenn einer aus denen, die du gerade überholen wolltest, bremst, dann wärst du auf jeden Fall drauf. Naja, eher Vollgas und... Ne? Oder Vollgas, weil da fällt ja plötzlich alle Regeln entfallen ja, du musst ja Platz machen. Richtig. Ne? Da kannst du auch bei Rot über der Ampel fahren, um Platz zu machen zum Beispiel. Oder Vollgas geben und hoffen, schnell genug zu beschleunigen, um wieder reinzukommen. Vollgas. Weil, Vollgas sind weg. Wir fahren ja, wir haben ja einen Hyundai i30. Das Ding ist ja nicht gerade ein Sportwagen. Der hat ja nur seine 100, was hat er, 115 PS. Ja. Und wir waren drei Leute mit vollem Gepäck. Mit vollem Gepäck? Für zwei Tage oder was? Ja. Also, es war schon leicht herzpumpend. Ich kann nicht wissen, was ihr alles gemacht habt. Wir haben lecker gegessen, dann haben wir Spiele gespielt, dann haben wir nochmal Spiele gespielt, dann war es 5:30 Uhr morgens, dann sind wir alle ins Bett, dann war es 6:30 Uhr, ich war wieder wach, weil das Zimmer, wo wir gepennt haben, wir haben, Spieler doch mal auf Twitter Fotos gezeigt von ihrem Büro, wir haben quasi neben dem Schreibtisch geschlafen. Ah. Speedy hat ja Katzen, weiß ja auch mittlerweile jeder, glaube ich, dass Speedy Kätzchen hat. Und ich habe eine Katzenallergie, deswegen haben wir bei Speedy im Büro geschlafen, weil da kann man die Tür zumachen, dass auch keine Katzen mit reinkommen. Weil die anderen Gäste haben alle unten im Wohnzimmer gepennt und dann laufen ja die Katzen ein aus. Und das Problem ist aber, dass das Büro ostseitig ist. Und die Vögel zwitscherten schon, als wir ins Bett gegangen sind. Da war es plötzlich 6:30 Uhr. 2 Stunden später, ich war wieder wach. Ich dachte, wie gut, dass ich mir einen Roman mitgenommen habe. Ich habe noch ein Buch gelesen. Um 8:30 Uhr bin ich dann aufgestanden. War toll. Ich prügel hier mal ein bisschen Silage in die BGA, weil... Mach das, ich bin noch immer am, am Strohmähen. Du meinst am Gerstemähen? Am Getreidemähen. Sagen wir Getreide. Ui, da kann man... Oh, das ist... Mehr als 12.000 für eine Schaufel. Hui. Ich bin noch nicht mal 50% voll. Das Feld ist, naja, okay, noch nicht 50% weg. Aber ja, fast. Mein Feld ist leer und der Drescher ist exakt 50% voll. Jetzt ist der Helfer gerade auch. Ach, hast du schon mit Strohablage gemacht? Aha. Ich hab ohne. Ich hab ohne gemacht. Wir brauchen wieder Heu, habe ich gerade gelesen, als ich reinkam ins Spiel. Muss man einfach nur runterbringen. Achso. Auch nicht schlecht. Nee, aber war geiles Wochenende. Wir sind zwar 13 Stunden gefahren und waren nur 20 Stunden bei Speedy. Aber egal. War spaßig. Solange es Spaß gemacht hat. Höchstens ist jetzt ein Bug oder ist die BGA wirklich schon wieder komplett leer? Ist wahrscheinlich ein Bug. Oder ist wirklich leer? Die geht einfach nur. Seit wann pumpen die zwischen 300 und 400 in der Sekunde raus? Das ist neu. Der Server ist aber nicht gepatcht, ne? Möchte ich nochmal anmerken. Okay. Komisch. Und das dritte Silage-Silo funktioniert übrigens ganz normal. Ah, funktioniert's wieder. Nur das dritte. Achso. Und die anderen beiden? Die ersten zwei, da hängen noch 60.000 drin, aber ich mach's jetzt so, wie wir es geplant hatten. Nö, aber war lustig bei Speedy. Gerne wieder. Wir hatten Spaß gehabt. Besonders das zweite Spiel, was wir gespielt haben, das war geil. Was habt ihr denn alles für tolle Spiele gespielt? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie die heißen. Das erste war so ein komisches Team-Party-Spiel, wo man dann auch so lustige Sachen machen muss, wie zwei Spieler aus jedem Team müssen sich Rücken an Rücken stellen, in die Hocke gehen und solange wie die Sanduhr läuft, in der Hocke bleiben und dürfen nicht umkippen. Die Aufgabe wurde aber unserem Team gestellt und der Spieler vom Gegnerteam, also von unserem Gegnerteam, hatte das Recht zu manipulieren. Okay. Weil im Prinzip unsere Aufgabe ja war, dass keiner den Boden, also mit dem Arsch den Boden berührt, bevor die Zeit abgelaufen ist. Er durfte aber manipulieren. Wir haben aber festgemacht, ohne Beine stellen und ohne wirklich umschubsen. Von unserem Team ist angetreten mein Schatzi. Im Gegnerteam war es Grasheim. Mhm. Und Grasheim hat mein Frauchen leider gebodyslammt. Sie sind dann, also, er hat wirklich, er hat seine liebe Mühe gehabt. Die haben ja, um ein besseres Gleichgewicht zu haben, sich eingehakt mit den Armen.
Und er hat wirklich seine liebe Mühe gehabt, Schatzi umzukriegen. Die hat sich wirklich gewehrt. Mit Händen und Füßen. Hat sie versucht, standhaft zu bleiben, aber ich glaube, ein paar Sekunden blieben noch, also nicht mal 2-3 Sekunden, hat er es dann doch noch geschafft, sie umzuwerfen. Schade eigentlich. Wie weit 3 Sekunden? Die Zeit ist um, ich hab's gesehen. Nee, ich meine, ich habe das Stoppuhr nicht gestartet, deswegen. Achso, aber meine Stoppuhr sagt, die Zeit ist leider um. Ah, dann sagt meine Stoppuhr. Das auch. Bis Samstag. Genau, wir sehen uns am Hoch die Tassen irgendwas Samstag. Richtig. Wieder. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Einschalten und einen schönen Donnerstag noch. Tschüss.